Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Star Octa. Ich bin immer noch hier. Wir sind, glaube ich, kurz vor einem Bosskampf, so wie es aussieht. Und ich mache gerade FP irgendwas. okay, jeder hat eigene Entschlossenheit. Oh, das bringt Leben dazu. Okay. Ja. Es hat alles unterschiedliche. Das sind irgendwelche Sachen, die ich lernen kann. Rezept. Okay, aber mir ist gerade echt wichtig, da das wäre das 30 da FP ein bisschen. Okay, Reyna MP braucht sie. Bisschen mehr 5. Angriff plus 10 wäre auch nicht schlecht. Das hier auf jeden Fall. Nochmal. Ja, desto länger sie lebt, und sonstiges. Noch ein bisschen Angriff, noch ein bisschen boosten. Ausweichen ist für sie wichtig. 17. Kann ich damit noch irgendwas Angriff ein bisschen boosten? Messer. Okay, bei ihr weiß ich nicht. Ja, Angriff booste ich mal ein bisschen hoch. Leben bringt bei ihr fast nichts. Das nochmal. Komm, einmal Leben. 20. Was ist das? Entschlossenheit. Der Wille, sich allen Herausforderungen zu stellen. Verringert die für eine Fähigkeit benötigt. Ah, das ist sehr gut. Gut, 9, da kann ich noch kurz ein bisschen Stärke dazu. Da. Int. Int brauche ich nicht. Verteidigung schadet nie. Da. Das hätte ich bei ihr auch machen sollen. Entschlossenheit. Ach, Mist. Okay. Aber sonst sieht's gut aus. Ich will noch heilen, bevor wir angreifen, in den Angriff gehen. Einen Verbündeten. Okay. Sonst einen Buff. Oh, das sieht gut aus. Ich würde das auch teilweise essen. Gebe ich zu. Okay. Danke. Okay, Leute. Da vorne ist, glaube ich, Angriff. Hä? Sackgasse? Sind wir irgendwie falsch abgebogen? Sieht so aus, hier ist nur diese seltsame Felsformation. Ja? Hä? So. Sonderbarer, die Karte behauptet, vor uns läge eine Schatzkammer.
Glaubst du, man hat hier eine falsche Fälschung angedreht? Nee. Du. Oh, das ist ganz und gar nicht unmöglich. Okay. Ja, das wird hier sicher irgendwie zum Öffnen gehen. Was mich daran erinnert, Rena? Ja. Du kannst was Heilzauber anwenden, richtig? Auf welchem Prinzip passiert sie? Ich weiß nicht wirklich, ich weiß es nicht. Eines Morgens wachte ich auf und konnte das. Okay, faszinierend. Ist dir bekannt, dass im Feld der Symbologie keine Heilsymbole existieren? Ach nein, das wusste ich nicht. Sad. Seufz. Und dabei war die Karte keineswegs günstig. Sollten wir einen anderen Pfad suchen? Ich schätze, es wird uns keine andere Möglichkeit bleiben. Hä? Kailin, da darf ich dir die Karte mal anschauen? Steht da nicht was geschrieben, kaum zu erkennen? Heißt das Zauber? Hä? Du hast vollkommen recht. Ein verblasster Schriftzug. Aber er steht ganz gewiss da. Warum tun wir dann nicht das, da, was da steht? Zaubern. Okay, let's go. Probieren wir es doch aus. Bumm. Krass. Die. Ein Durchbruch. Dann war es keine Fälschung. Es ist uns gelungen. Na los. Ja. Okay. Das wird jetzt. Okay, gespeichert. Oh, Schatztruhen. Was zum. Diese Schatztruhe ist leer. Nein! Ratsch. Von hinten überrascht. Okay. Du wurdest vernichtet. Erneut versuchen. Ja. Ich kann jetzt nichts ändern. Aber wieso sind die so stark? Oh, geil. Ah, die waren wahrscheinlich ein bisschen über meinem Level. Okay, krass.
Excellent. Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Ja. Alle Stufenaufstieg. Untersuchen? Jadegrüne Säulen. Schön. Oh. Passiert das jetzt jedes Mal, wenn ich... Warte, ich speichere jetzt ganz kurz ab. Okay. Wenn ich jetzt hier wieder öffne, was passiert? Wender der Seele. Okay. Süßer Trank. Ich glaube, die Kiste ist die gute, oder? Holzschild. Ja, bringt mir zwei dazu. Uralter Text. Oh. Aber ich will die Kiste noch da. Bingo, la, la, la. Here it is. Wunderbar, hier ist es. This is it? Das ist alles? What is that thing? Was ist das für ein Ding? Some kind of ancient Eine Art von Text, text. Nicht, dass ich was davon lesen könnte. Aber die Hexe wahrscheinlich. This is beyond my deciphering ability. I guess we have no choice but it. Bedauerlich, das übersteigt meine Fähigkeiten zur Entschlüsselung. Es scheint, als hätte wir keine andere Wahl, als es mit in meine Heimat zu nehmen und die Älteren zu befragen. Okay. That or find a linguist. Entweder das oder wir suchen uns ein Linguistchen. Linguist. Sonst ist das unser nächste Sackgasse. Very true. Wohl wahr. Hm. Gerard. Aagrad? Jechich Jubel? Was ist das? Diese mysteriöse Kraft, die dem Juwel innewohnt, erweckt Erinnerungen an den Sternen Ozean, Leicha, die Protagonistin von Star Octor 6. Es ist dem Kampf beigetreten, hä? Rufe Charakteren von außerhalb der Kampf. Außerhalb der Kampfgruppe, um im Kampf beizustehen. Rufe sie während Angriffen und die Kombos zu verlängern oder zu Heilung ist gefährlich. Situation MP herbeigerufene Charakteren werden nicht verringert. MP, oh, okay. Die Verstärkungsanzeige füllt sich mit der Zeit. Wenn sie voll ist, kannst du mit Charakter herbeirufen. Die Anzeige für sie schneller, wenn du Gegner besiegst oder Kampf Fähigkeiten auflädst. Der Füllstand der Anzeige wird zwischen Kämpfen nicht zurückgesetzt. Sorry Leute, wegen meiner Legasthenie. Ihr wisst ja. Ja. Die Formation wird aus dem
Lagermenü und Taktik angepasst. Besonders Juwelen ermöglicht es, Helden anderer Star-Octa-Spieler ins der Formation zu platzieren. Okay. Ich habe kein anderes Star-Octa bis jetzt gespielt. Deswegen. Doch, ich habe ein anderes gespielt. Aber nicht durchgespielt, also. Was? Ach, ich kann mich hier immer ein bisschen heilen. Jetzt bin ich wieder voll, ja. Hm. Gut, Missionen. KP. Ja. Voll, ja. Fertig. In Spezialzauber, nein. Okay. Entschlossenheit. Für die Fähigkeit FP. Das heißt, ich spare dadurch extrem FP. Das pusht ich mal ein bisschen. Warte mal, sollte ich da nicht ein bisschen aufpassen? Nein, das Messer. Kochen Stufe 2. Technologie. Ah, da sollte ich ein bisschen aufpassen. Okay. Sie hat am meisten MP. Herstellung. Habe ich irgendwas bekommen? 30%. Okay, was kommt raus? 3 Stück. Misserfolg, Misserfolg. Ja, schön. Dass da nur Misserfolge rauskommen. 100% bei ihr. Angeln, ja, ist bei mir. Okay, was machen wir jetzt, Leute? Gute Frage, ne? Nächste Frage. Bin ich hier eigentlich im Weg? Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ob ich hier im Weg bin. Kann ich hier jetzt Kamera bewegen, zurück? Artwork, Karte. Kann ich mich nicht teleportieren? Aber sind die tot hier? Oder sind die jetzt alle respawned? Oh, da ist noch das. Der schnellste Weg wäre hier runter. Ciao. Ah, vor mir ist einer. Ja. Springen. Dann habe ich die Mission hier vorerst mal geschafft. Das war ja anstrengend des Todes. Ich gehe mal raus. Oh, was jetzt? Lalala. Ihr beide wart mir wahrhaftig eine hervorragende Hilfe. Lasst mich euch darum danken. Jo. Oh, das ist schon nicht nötig. Unsere kleine Expedition hat leider nichts Neues für die Hexerkugel ergeben. Das ist neu. Also ging es euch die ganze Zeit um die
Hexenkugel? That's right. And that's why genau deshalb wollten wir ins Königreich El reisen. Ja. Say, would you like to join us, Celine? Sag mal, möchtest du nicht vielleicht uns anschließen, Celine? Claude? Lukas? Well, I just thought that your symbology ich dachte could be nur, a real dass asset to us on the trail. Symbolike könnten auf der Reise eine echte Hilfe sein. Ich könnte gewiss einem darüber... Ja, sie könnte drüber nachdenken, really? Ne? Wirklich? Certainly. Natürlich, as in whether or not the pretty lady over there is okay with it, of course. Hübsche Dame dort ihr Einverständnis gibt. Weiterhin mit Kalina reisen? Bitte reisen mit uns? Bitte reise mit uns? Doch, komm. Reise mit uns. Oh, I'm sure Raina wouldn't have any problem. Bestimmt hat Raina damit kein Problem. Wir würden uns freuen, dich dabei zu haben. Right, Raina? Nicht wahr, Raina? Ja. Ja. Oh, sie ist nicht glücklich. Well, in that case, I think I will in take diesem you up Fall on the werde ich euer Angebot gerne akzeptieren. Excellent. Back to Klasse, our original plan, then. Our next destination is zurück zu unserer ursprünglichen Ursprungsplan. Unser nächstes Ziel ist Kurik. Kalik ist beigetreten. Cool. Jetzt haben wir ein neues Teammitglied. Und eine große Reise wartet auf uns. Hier angeln. Ja. The enemy, is it? Be careful. Drücke, um eine zu öffnen. Okay, wenn du von einem Statusfeld getroffen bist, kannst du ihn mit Gegenständen oder Zauber heilen. Ah, okay, Statuseffekte, Gift, Lähmung, Verwirrung. Verwirrung hatte ich schon, glaube ich. Versteinerung, Verstummung, kann kein Zauber wirken. Ah, okay, Statusänderungen bleiben für den Kampf aktiv. Negative Status können mit Gegenständen oder Zaubern geheilt werden. Ah, okay. Ja, Bewegung hoch, Bewegung runter und so. Verteidigung runter. Verstehen wir. Pause? Okay, was habe ich da irgendwie Information? Schwäche. Er hat grün als Schwäche. Er hat es nicht überlebt. Und es hat auch nichts gebracht. Ich wollte hier angeln. Okay. Ich habe einen Feind geangelt. Laserbeams. Ja, oh, sie ist Level Up. Sehr gut. Komm, beiß an. Ja, ein schöner Fisch. Mm-hmm.
bisschen angeln muss sein. Oh, das ist der größere, oder? Schatztruhe. Okay, komm. Oh, das ist ein großer. Beiße an. Beiße an. Die ist einfach gespawnt. Oh, das ist gut. Oh, jetzt der letzte. Komm. Beiß an. Okay. Das war der letzte. Nein. Oh Gott, sind hier viele. Die sind alle viel zu schlecht für mich. Wieso sind die noch nicht grün? Okay, sind hier auch Fische drin? Okay, ich sehe hier mal gar keiner. Wie komme ich denn da hin eigentlich? Da drüben. Muss ich um die Burg gehen? Ah, jetzt sind wir ja wieder auf der Reise. Komme ich da rum? Hallo? So viele Monster hier. Aber keine Kisten. Ist da vielleicht was? Ah, ich komme da nicht drauf. Das nervt ein bisschen, wie die einfach nachspawnen hier. So total unnötig. Okay. Komm. Oh, hallo? Da ist eine Kiste. Ist da ein Bosskampf vor mir? Die Kiste ist schon sehr auffällig platziert. Okay. Unten ist auch eine. Oh Gott, jetzt spawnen alle hier. Hi. Ciao, ciao. Aber schon irgendwie schön hier. Oh, direkt vor mir spawnen, ja. Ich muss jetzt irgendwie nach links. Ich bin jetzt eigentlich nur die Runde gelaufen, oder? Hier vielleicht in den dichten Wäldern. Hier vorne. Ich suche immer so ein bisschen Geheimnisse. Scheint aber nichts hier zu sein. Okay. Das scheint der richtige Weg zu sein. Ah, hallo. Ja, komm. Let's go. Okay, die sind nicht mehr der Rede wert. Ich bin zu stark. Viel zu stark für die. Dass ich hier rundum laufen muss, um da hinzukommen, schon ein bisschen blöd. Kiste? Nein. Hier unten? Ist auch nichts. Nichts wirklich. Aber jetzt bin ich bald da. Oh, hier? Sehe ich nicht, ob ein Fisch anbeißt. Die große Angelfolge. Dafür. Ah, Mist.
Okay. Ja, einen schönen Fisch. Ah, ja. Aber es gehört hier halt dazu, so ein bisschen Farming. Wir sind jetzt bald am Hafen. Eine schöne Kiste. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Nein. Da ist nichts. Da hinten scheint auch nichts zu sein. Obwohl beim Wasserfall ist eigentlich immer irgendetwas. Ich kann ja nicht schwimmen. Was ist das da drüben? Seht ihr das? So ein Feuertornado. Fahren wir da jetzt hin? Okay. Sie ist tatsächlich das erste Mal hier. Schön. Schön zu erfahren. Oh, schöner Wasserfall. Ich frage mich, woher das Wasser kommt. Kaskad. Was? Kaskaden in der Dämmerung. Schön. Kaskaden in der Dämmerung. So heißt das. So, wir sind jetzt im Dorf. Sind hier andere Monster? Oder sind hier immer noch die Standard? Alle One-Shot. Okay, ja. Sind alle easy. Speichern. Und wie es aussieht, war es das mit dieser Folge. Es geht in der nächsten Folge weiter. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hab euch lieb. Ciao, ciao.